denn jetzt? Heim. Der Sturm wird stärker. Ich mach sie fertig. Soll ich? Bereit. Und damit herzlich willkommen zu God of War Ragnarok, liebe Freunde. Okay, wir brauchen nicht mal selber. Doch, wir können ein bisschen selber steuern. Das ist schon mal sehr gut. Gefällt mir gut. Hoffentlich konnte Fenrir schlafen. Vielleicht isst er ja etwas, wenn wir heimkommen. Er ist sehr krank, Atreus. Ich weiß, aber gestern ging es ihm etwas besser. Kurz zu. Wenn er nur weiter isst, ich gebe ihn nicht auf. Okay, wir geben ihn auch nicht auf. Das werden wir aber, denke ich, vielleicht noch herausfinden. Hörst du's? Ja. Ist sie das? Sie ist es. Das Symbol ist nicht weit. Schon wieder. Sei bereit. Okay, wir haben gute Time-Events. So leicht würde sie nicht aufgeben, so klar. Oder? Sie gibt nie auf. Bleib wachsam. Hab dich! Wir müssen von ihr weg! Ich versuch's ja! Da oben! Ja, die was Frage hat ist, was er für den Atreus denkt, was wir machen. Die Bäume! Sie stürzen um! Ach was? Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Überhascher! Das stimmt wohl. Kommt wieder her! Atreus! Ich will nicht mit dir kämpfen! Ich verliere den Halt! Ja, wir retten dich schon, junger Mann. Das kriegen wir schon hin. Warte! Ich hab dich! Halt dich fest! Das Schutzsymbol ist nah! Okay, wir müssen also das Schutzsymbol erreichen. Oh nein! Freier, wir sind nicht deine dazu!
Wir sind durch, Symbol. Geschafft. Gehen wir nach Hause. Specky! Swatner! Los! Okay, dann sind wir vor der guten Freya entkommen. Das warte ich auch nicht. Ich hoffe immer, sie lässt uns in Ruhe. Du hast sie gerettet. Ich habe ihren Sohn getötet. Nach so etwas findet niemand Ruhe. Ja. Das stimmt. Baldirs Tod hat wohl tatsächlich Fimbulwinter ausgelöst. Seit dem Tag schneit es ständig. Glaubst du, es wird je wieder besser? Irgendwann. Aber das Schlimmste steht uns noch bevor. Wir müssen stark sein. Ich bin gespannt, was das Schlimmste bedeutet. Oder auch, was das Schlimmste sein wird. Ich mach schon. Ich nehme den Hör. Leg los! Ja, der gute Kratos wird halt eben alt, ne? Ich höre ihn nicht. Er begrüßt uns immer. Atreus. Fenrir, alles in Ordnung? Ist schon gut. Alles gut. Ich weiß, hast mir auch gefehlt. Wo ist dein Futter? Noch Hunger? Na komm schon. Du musst fressen. Friss. Was? Zu groß? Na bitte. Ganz brav. Atreus. Es ist bald soweit. Du musst dich bereit machen. Wofür? Er frisst noch. Er will leben. Er stirbt. Ist ein guter Junge. Wirklich tapfer. Schnell und stark. Aber jetzt ruh dich aus. Hörst du? Ich komme zurecht. Du kannst jetzt loslassen. Du musst loslassen. Oh, Frau. Bist du? Sopna. Ethan. Sopna. Sopna. Sopna.
wir trainieren. Was? Nein! Es ist mitten in der Nacht. Die Nacht hält unsere Feinde nicht auf. Warum? Wozu? Immerzu trainieren wir nur. Immer! Es reicht nicht. Wollen wir uns ewig verstecken? Wir verstecken uns nicht. Wir wappnen uns für einen Kampf, für den wir nicht bereit sind. Los jetzt. Die Zeit läuft uns davon. Es heißt, auf Fimbulwinter folgt Ragnarök. Der Krieg kommt. Was auch immer Loki tun sollte, er sollte es jetzt tun. Ich sollte mich nicht im Wald verstecken. Ich sollte draußen sein, rausfinden, wer ich bin, wer Loki ist. Ich erlaube dir nicht, Götter zum Kampf zu fordern. Ich will mit niemandem kämpfen. Ich will nur Antworten. Und wenn diese Antworten zum Krieg mit Asgard führen? Vielleicht wollte Mutter das. Wir wissen nicht, was Mutter wollte. Und das werden wir wohl nie. Hör zu. Lässt du mich mit Fendi allein, bevor ich ihn begrabe? Also, dieses mürrische Gesicht würde ich überall erkennen. Darf ich fragen, was genau passiert ist? Der Wolf ist tot. Oh nein, nicht Fenrir. Wie kommt der Junge zurecht? Nicht gut. Er will ihn begraben. Ah, verdammt. Na schön, Bruder. Gute Nacht. Kratos? Kommst du mit mir? Fey. Bist du bereit? Bereit, wofür ist die Frage? Du gehst als Esse Ymir persönlich auf deinen Schultern. Das ist deine Jagd.
Ich folge dir. Na schön, Sonnenschein. Okay, schauen wir, was uns erwartet. Frisch erlegt. Aber er musste nicht leiden. Hm. Soll ich deine Grunzer verstehen? Sag mir, was du denkst. Wir jagen einen Jäger. Ein Wolf, ja. Jäger töten. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Deine Worte sind fehlgeleitet. Nähere dich langsam. Ist schon gut, Kleiner. Wir wollen helfen. Nicht wahr? Wollen wir das, ja? Nein, nein, nicht! Na los. Dann der ab und kranke daher, Wolf würde ich sagen. Von jenseits des Symbols. Er hat einen Weg hineingefunden. Wie ich gesagt habe. Wir hätten handeln sollen. Es ging uns nichts an. Aber jetzt schon. Ein Problem muss nicht erst an unsere Tür klopfen, bevor wir verantwortlich sind. Wenn wir die Macht haben, möglichen Schaden einzudämmen, sollten wir handeln. Statt uns zu verstecken und nichts zu tun. Wir verstecken uns nicht. Definitiv schön gesagt. Soll ich denn etwa aufheben? Sehr brav. Gentleman Kratos. Gut, schauen wir, ob wir den Wolf finden. Läuft uns davon, Liebster. Und es gibt viel zu tun. Bruder! Bruder! Bruder? Wo ist Atreus? Deshalb habe ich gerufen. Er ist weggegangen, um den Wolf zu begraben. Ist eine Weile her. Er kann nicht weit sein. Okay, wir machen uns auf die Suche nach Atreus. Schauen, wo wir den Kollegen finden. Baldurs Kluft ist zu instabil, Bruder. Das würde der Junge nicht wagen. Okay, dann bleibt uns nicht mehr viel. Bleibt uns nur der Ausweg hier. Gucken, ob wir rausgehen können. Hier sieht aber ziemlich zu aus. Hier sind auch keine Spuren. Dann schauen wir mal, ob wir hier was finden können. Glaubst du, er hat eine Abkürzung durch die Zwischenwelt genommen? Nein, die Steine wurden nicht bewegt. Okay, rüber können wir nicht, durch die Zwischenwelt können wir nicht. Uns bleibt nicht mehr viel. Hinterm Haus können wir noch nachschauen. Du glaubst doch nicht, er hat trainiert? Mitten in der Nacht? Ich habe es ihm vorgeschlagen. Wirklich? Wozu das denn? Er hat getrauert. Oh, Kratos, ich weiß, du bemühst dich. Ja, wir waren stets bemüht, so sieht's aus. Welchen Weg haben wir denn noch? Lass uns noch mal gucken. Hier unten waren wir ja schon. Mal sehen. Spuren, die zum gefrorenen Fluss führen. Höchstwahrscheinlich hat er ihn dort begraben. Das könnte gut sein. Das Feuer geht bald aus. Wo könnte er danach hingegangen sein? Er kroch hier durch.
Du hast unruhig geschlafen. Mehr als sonst. Albträume? Von der Vergangenheit. Fast jede Nacht. Ah, die schlimme alte Zeit. In Hellas. Nein. Ich habe das Gefühl, Faye versucht mir etwas zu sagen. Soll das etwa heißen, du sprichst wieder mit Geistern, Bruder? Nein. Aber es ist mehr als bloße Erinnerung. Rede mit mir, Bruder. Die Spur endet hier. Bleibt auf! Und wir sind nicht allein. Ja, ich glaube, wir kriegen da ein paar Freunde. Oh yeah. Autsch. Linke Seite! Mehr Räuber! Rechts von dir! So, dann gehen wir den mal. Dann zeigen wir denen mal, wie das Ganze hier funktioniert. Oh yeah! Das war eins nice Combo. Verfluchte Räuber! Sie dürften nicht so nah rankommen. Wir sollten nach dem Schutzsymbol sehen. Da vorne ist ein Baum, ja? Und? Du hattest recht. Das Symbol ist zerstört. Erklärt die Eindringlinge. Was ist hier passiert? Ein Bär. Zerfleischt. Wovon? Einem größeren Bären. Verwundet. Der Kampf hat den Baum zerstört. Wir müssen Atreus finden. Ja, okay, bei wilden Tieren und Sinn. Plündernden Räubern hat er sich vielleicht versteckt. Folge der Spur. Wir finden ihn. Aber hätte Atreus sich versteckt? Also entweder war er schnell genug, mit dem Wolf sich zu verstecken. Oder, ja. Ach, wir müssen drumherum. Weil so ein Wolf kann es ja auch nicht mal gerade einfach so irgendwo ablegen. So ein Ding ist das ja. Da werden wir ihn nicht finden. Suchen wir diese Blutspur. Ja, hier war eine Kiste, Bruder, was los? Wir müssen doch alles looten, was wir können. Aha, die Spur geht jenseits der Kluft weiter. Räumst du den Weg frei? Aber natürlich. Weißt du, warum der Junge weggegangen sein könnte? Wir haben gestritten. Er wirft mir vor, mich für Odin zu verstecken. Ist vernünftig, dich bedeckt zu halten. Du hast drei seiner Sippe getötet. Und er wird sich rächen. Genau darum muss Atreus lernen, alleine zu überleben. Ah, es geht um diese Prophezeiung. Nur wegen einem Bild bei den Riesen von deinem Tod auf einer Wand voller sonst korrekter Vorhersagen. Ich glaube nicht an Prophezeiungen. Tja, gut. Die Unterhaltungen sind echt Gold wert, muss man sagen. Okay, wir kriechen durch diese Höhle. Okay, dann zeigen wir den Kollegen mal, was wir so drauf haben. Ist auch schön, dass er das hintere Ziel ins, als Fokus nimmt. Lecker. Ja, zeig es ihnen. Das war ein nicer Finisher, muss man sagen. Hier geht's weiter, das heißt, wir müssen wahrscheinlich wieder drumherum. Was? Aufwärmen? Habt ihr das auch so verstanden? Okay. In Ordnung. Wo ist jetzt die Spur? Wahrscheinlich hier oben, mein Freund. Da ist sie. Wunderbar. Das ist nicht Adreo, das ist schon mal gut. Und da geht's so weiter. Heißt, wir müssen wohl einen anderen Weg außen rum finden. Oh, wer bist du? Hallo! Ja, nette Dame. Sehr nett. Oh, hi. Was ist los? Vorsicht, links! Ja, alles gut. Der Kollege wollte nur ein bisschen mit uns spielen.
Zu viele für einen Spähtrupp. In der Nähe muss ein Lager sein. Ich weiß, was du denkst, Bruder. Aber Atreus kommt allein zurecht. Du hast ihn gut gelehrt. Das sagt er auch immer. Wie schön wir den gerade beim Zaken in der Luft gehalten haben, auch sehr nice. Oha, Money. Sehr gut. Wo geht's hier jetzt? Ah, okay. Da geht's weiter, sehr schön. Fackeln. Die Spur führt in diese Höhle. Na, wir wissen, wo wir hingehen. Bestimmt können wir leise hineingelangen. Ja, können wir das. Das, halte ich aber für beruhigt. Oder du machst das. Genau. Oder wir machen das. Hauen einfach voll drauf. Hast du die Wölfe vor diesen Räubern gerettet? Nein. Die sind noch nicht lange hier. Hat keiner gehört. Schön. Was mit dir, Keule? So, wir holen uns erstmal das hier. Ja, entspann dich doch. Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Ende. Die Spur führt hier durch. Tiefer hinein. Es kommen mehr. Wenn mehr kommen, heißt es auch mehr Spaß. Wenn jemand dem Bären begegnet. Da hat jemand eine Schleuder. Pass auf! Echt? Hat einer eine Schleuder? Schön. Ja, die Kollegin da oben, ne? Von der Zeit. Easy ausgewichen. Sehr gut. Guck mal, ich kann das auch. Kann dir sogar einen Kopf werfen. Ja, so viel dazu. Der Versuch war da. Hat aber nicht funktioniert. Das müsste ich mit den Kollegen dann nochmal ein bisschen üben. Was haben wir hier? Hacksilber. Haha. Zu Geld habe ich ihn. Okay, wir gehen wieder hier rüber. Ey, da wollte ich gerade hoch. Was soll das? Ist doch uncool. Ich würde da einfach gerne hoch. Aber was ist mit euch kaputt? Ah, bist du. Ja. Ich kann gerade sagen, wir sind irgendwie ein bisschen doof. Kann das sein? Ich war doch jetzt schon da oben. Was soll denn das? Ja, genau. Komm, steh auf. Danke. Was soll denn das? Ich war doch schon da oben. Atreus, bist du hier? Ist auch besser so. Suchen wir einen Weg hinaus. Na, von hier aus sind wir doch gekommen. Wollte ich doch gerade schon sagen. Warum schreien wir denn dann noch so? Wir müssen bestimmt hier oben weiter. Da konnten wir eben hoch. Vielleicht wollte Atreus hier Schutz suchen und ist weitergezogen, als er die Räuber sah. Und der Bär ist hinterhergerannt. Er hat ganz schön gewütet, das muss ich sagen. Ja, der Bär wahrscheinlich den Wolf verfolgt. Kann das sein? Tja, oder der Bär war verletzt und Atreus ist ihm gefolgt, um zu helfen. Du kennst ihn. Er hat halt die ganze Zeit den Wolf dabei. WTF? Atreus, wo bist du? Auf dir, was soll denn das? Was ist denn mit wir los? Haben den Bären gefunden, oder er uns? Autsch. Der Bär, Junge, was soll denn das? Auf so, Junge. Wie dir ein zweites Arschloch, ey. Was ist los mit dir? Junge. Vielen Dank. Oh, jetzt hast du es geschafft, ey.
gerade sagen, jetzt gibt's jetzt gefallen in die Schnauze. So, was ist los? Aber hat er jetzt gleich. Ja, man soll sich halt nicht in die Ecke drängen lassen. WTF, was stimmt mit dir nicht, Junge? Ich werde aber auch wütend. Was ist los mit dir? Komm her. An der Schnauze sind die alle empfindlich. Ja, komm. Jetzt brauch ich das Fressbrett. Auf ihn! Er ist angeschlagen! Und finish. Nice. Das geht auch schwer geworden. Atreus! Was? Konzentrier dich. Heile. Was ist passiert? Du erinnerst dich nicht. Ich begrub Fenrir. Und keine Ahnung. Ich war so traurig. Und dann war ich wütend. Dann ängstlich. Und dann bin ich gerannt. Da war ein Bär. Er griff an und ich hab mich gewehrt. Das war wohl ein Traum. Deine Gefühle haben dich verwandelt. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Du hast gar nichts getan. Es kam über dich. Deshalb dürfen wir dein Training nicht abbrechen. Wir wissen nicht, was deine Fähigkeiten können. Sie sind gefährlich. Ohne Disziplin und Kontrolle. Ich weiß genug über Disziplin. Ich brauche mehr als das. Antworten. Antworten, die du nicht hast? Antworten, die nur deine Mutter hatte. Und die sie verschwieg. Was, wenn uns jemand helfen könnte? Jemand, der unsere Fragen zu den Riesen beantwortet. Und wer Loki sein soll. Atreus. Sollten wir nicht verstehen, wozu ich werde? Atreus! Hör mir zu. Ich hätte dich töten können. Bis du es kontrollieren kannst, gehen wir keinerlei Risiken ein. Nichts tun ist auch ein Risiko. Hast du mich gelehrt? Hör einmal auf, wie ein Vater zu denken und denk wie ein General. Nein! Nein. Nimm dich zusammen.